Hallo meine Lieben, heute mal mit einem anderen Hintergrund, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut erkennen und ja, mal schauen, was ihr sagt, ob euch das gefällt. Was gibt's dieses Mal zu berichten? Ich wurde gebeten, mal, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Kommentar meine Hunde vorzustellen. Das werde ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Das sind Plüschtiere oder Plüschhunde, die heißen Mini-Bullies. Mini-Bullies sind das. Und ich bin darauf gekommen, weil eine Freundin von mir damals hat Mini-Bull-Terrier gehabt oder hat sie noch, weiß ich leider nicht genau, weil bei uns der Kontakt abgebrochen ist. Und deswegen weiß ich es leider nicht mehr, ob sie die noch hat oder nicht, aber ich gehe mal stark davon aus. Und die Tiere, das sind wunderschöne Tiere für mich. Also mag jeder seine eigene Meinung und Einstellung natürlich dazu haben. Ich persönlich finde sie wunderschön und würde, wenn es mir möglich wäre, würde ich mir sowas auch zulegen. Aber beruflich ist es mir eben nicht machbar. Ich kann das einfach nicht leisten. Ich bin zu lange unterwegs und so dafür. Ja, davon habe ich ungefähr 20 Stück. Die habe ich, jetzt muss ich überlegen, unterschiedlich gekauft. Mal habe ich sie geschenkt bekommen. Es gibt welche, die habe ich bei Roller gefunden, bei dem Möbelladen Roller, also Möbelhaus Roller. Oder ich habe sie übers Internet gekauft. Ich habe aber auch einen bekommen von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir. Der ist mir richtig heilig, muss ich tatsächlich sagen. Das ist dieser hier. Ganz wichtig, der Ring um die Augen. Das ist ein Mini-Bull-Terrier, der für die Firma Target in den USA steht. Target ist eine Supermarktkette und der Mini-Bull-Terrier, dieser hier, ist quasi das Maskottchen von diesem Supermarkt. Und sie hat, entschuldigt, sie hat damals Amoita heißt meine Freundin, hat damals diesen Mini-Bull-Terrier für mich kurz vor unserem Rückflug organisiert. Und das ist jetzt schon, ich war 2018 das letzte Mal in den USA. Das ist jetzt bestimmt schon 5, 6 Jahre her, dass ich den von ihr bekommen habe. Und der ist wirklich, bedeutet mir sehr, sehr viel, ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und dann habe ich jetzt dieses Jahr, letztes Jahr habe ich zum Geburtstag diese kleine Schönheit bekommen. Der ist den habe ich von einer ganz lieben Freundin von mir bekommen, die ja im Juli letztes Jahr ausgewandert ist, die Hanna. Und hergestellt, also der ist gehäkelt. Hergestellt hat den die Nadja, das ist auch eine ganz liebe Freundin, die auch ebenfalls in Hurghada lebt mit ihrer Familie zusammen. Und die hat sich ja an meinen hier hinter mir sitzenden Bullies orientiert und hat das für mich dann gehäkelt zum Geburtstag. Schöne Überraschung, habe ich mich mega drüber gefreut. Auch der ist wirklich heilig und sitzt in meinem Regal, wie man sieht, ist auch echt wirklich eine liebevolle Arbeit, die man da gemacht hat. Und ja, also wirklich sehr detailgetreu, wie man auch sieht, ne? Das eine Auge dort und der kleine Knopf, den sieht man hier jetzt etwas schlechter, der ist hier, ne? Und dann die entsprechenden Schlappohren dazu und so. Also von den Proportionen her kommt das tatsächlich wirklich sehr, sehr gut hin. Und sieht man ja hier auch, also ja, wirklich super gemacht und habe ich mich und freue ich mich immer noch wieder mega und riesig drüber. Ja, was kann ich euch sonst noch berichten? Was ist sonst noch so passiert? Ich habe ja, jetzt muss ich mal eben überlegen, Mittwoch glaube ich schon das erste Video online gestellt, weil ich einiges eben schon zusammen hatte, jetzt durch Ramadan bedingt, also im Positiven bedingt, ne? Also nicht missverstehen. Durch Ramadan bedingt haben wir einiges an Videos, was ich momentan bekomme und kann euch halt auch viel zeigen. Es ist halt viel, was die Armenküche betrifft. Eid ist sehr, sehr viel unterwegs momentan
um da zu unterstützen. Und ich hatte es ja schon angekündigt, dass wir Turnschuhe bekommen haben. Und die Ship-Chip sind ja schon verteilt worden, das habt ihr ja gesehen. Leider war das Video etwas dunkel, weil das Licht fehlte, aber die Schuhe haben so geleuchtet und die Kinderaugen und alles. Ich glaube, das konnte man trotz alledem sehr, sehr gut erkennen. Ja, gleiches gilt. Also die Turnschuhe sollten eigentlich erst in 2 Wochen verteilt werden, mit der Kleidung zusammen, die noch von jemandem gespendet wird. Aber wie es in Ägypten eben so ist, viele Dinge ändern sich immer ganz schnell. Dann heißt es heute Hü, morgen Hot, übermorgen wieder Hü. Also es ist, selbst wenn ich jetzt sage, es ist so und so, dann kann es sein, dass es in 2 Tagen wieder umgeschmissen wird. Also nicht wundern. Die Schuhe sind jetzt schon übergeben worden und ich zeige euch das gleich mal. Also die standen ja bei uns aufgereiht im Kinderzimmer und Besucherzimmer. Und Ait hat mir dann noch Bilder geschickt. Er hat sie dann nochmal in Plastiktüten wieder verpackt, damit sie nicht schmutzig werden und ja, dann ordentlich verteilt werden können und transportiert werden können. Ja, dann großer Koffer, alles wieder rein. Ich glaube, das ist sogar ein Koffer von mir. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon einige Koffer da gelassen, weil beim Flug, ich habe leider mal ein bisschen Pech beim Flug mit meinen Koffern, dass da immer irgendwie was mit ist. Und ach ja, deswegen. Also, damit sie dann auch vernünftig und sauber bei den Kids ankommen, sind sie eben in Plastik eingepackt worden. Und soweit ich das dem Video sehen kann, haben die Kinder sich auch wirklich sehr darüber gefreut. Es sind alles Kinder, die regelmäßig zum Koranunterricht kommen und eben ja dafür quasi auch eine Belohnung bekommen, dass sie sich so bemühen, die Suren zu lernen und alles und das Ganze. Und das finde ich einfach auch sehr schön. Ja, jetzt habe ich erstmal wieder genug geredet. Ihr wisst, ich rede mal sehr gerne mit euch und jetzt habe ich erstmal gerade wieder ausreichend erzählt. Ich werde gleich nochmal danach nochmal ein bisschen was zu den Bullies erzählen und vielleicht auch zeigen. Muss ich mal schauen, wie ich das gleich mache. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Schuhe und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! صوت خلاص اول حاجه صابرين من رمضان صابرين صابرين رمضان كم صابرين 38 دلوقتي 38 38 هو ده زينب اقعد يا عسل لا انا 38 كنا خلصنا ما خرجنا من المدرسه هي تحت على طول لا مين تاني المباراة ولد محمد 38 برضه 38 ده 37 بيلبس 38 تبعك طيب ورده يلا دنيا رمضان دنيا رمضان انت ارفع المقاس وهديك رقم 38 برضه كله لا لو في حاجه هندو دنيا دنيا تمام هيدي رمضان هيدي سيدة رمضان 30 سيدة هاي هاي قومي هاي قومي هاي معك مقاس كامل فدو عندي 40 41 40 رحمة فراج رحمة كم 40 رحمة 40 فين رحمة؟ 41 مين؟ ايه؟ امسكي فد اي حاجة فدك امسكيها وقولي رقمها كم؟ 41
أميرة، أميرة فراج. ليش ساعدنا عشان نجيبها لكم، جبناها من القاهرة، كلها حاجات حلوة إن شاء الله يا رب تعجبكم يعني، مبسوطين بيها. اللي فاتوا كانوا Jetzt muss ich euch noch eine Story erzählen. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal kurz davon berichtet in dem letzten Video. Es gibt jemanden aus Kairo, wenn ich das richtig verstanden habe, der eine Familie, die in einem sehr alten Haus lebt, also wohl auch baufällig, würde ich sagen, also da ist nichts mehr zu retten, der spendet der Familie jetzt Geld, dass sie ein neues Haus bauen können. Mashallah, und den Teil oder ein Teil wird davon auch die Gemeinde übernehmen. Also der spendet nicht alles komplett, aber er spendet schon einen sehr großen Teil. Und der war oder kommt jetzt in den nächsten Tagen nochmal und guckt sich das vor Ort halt auch an. Und jetzt waren sie nochmal vor Ort und da sind schon die ersten Baumaterialien jetzt gebracht worden, dass quasi losgelegt werden kann mit dem Bau. Also ganz kleiner Einblick dazu und die Ziege gehört irgendwie, also da kommt gleich so ein kleines Video mit dem Ziegenbaby, so ein hübsches Ding, würde ich auch sofort mitnehmen und aus den Stall geben, finde ich total hübsch, aber ich weiß leider nicht, wo es hingehört. Vielleicht finde ich das noch raus und wenn sie vielleicht... besteht ja auch die Möglichkeit, es abzukaufen. Mal sehen. Schauen wir mal. Sind wir mal gespannt nach Ramadan, welche Möglichkeiten da gibt, ob ich da vielleicht nochmal ein neues Ziegenbaby bekomme. Genau, jetzt zeige ich euch einfach mal das Ziegenbaby und dort die Gegend und dann sehen wir uns gleich wieder. هي مش عارفه شو مش عارفه شو وعبد فيكم بجميع القلب تسلم تسلم Ja, da bin ich schon wieder. Jetzt war ja Yom al-Jumma und eigentlich hatte Sanati wohl erst gesagt, dass es wohl kein Essen am Yom al-Jumma gibt, weil sie halt zu viel zu tun haben, so mit dem ganzen Spenden und so weiter. Jetzt hat man, wie ich ja schon gesagt habe, es ist mal hü, mal hot. Jetzt waren wohl doch zu viele Lebensmittel, die eben verbraucht werden mussten. So habe ich es eben verstanden, die verbraucht werden mussten. Das heißt, es gab jetzt doch Essen für die Familie. Und zwar gab es Frère Pané. Also das sind so Hähnchen, Teilstücke, Bruststücke, die paniert werden. Dazu gab es Reis und Salat und sie haben noch Burger gemacht. Und ich muss jetzt mal kurz überlegen, Maid sagt, es sind 100 Portionen gewesen. Es müssten 100 Portionen von dem Hühnchenpané gewesen sein. Und bei den Burgern weiß ich es jetzt leider nicht mehr, wie viel sie da zusammenbekommen haben. Ich meine 50 Portionen nochmal, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß es tatsächlich leider nicht mehr genau. Also das habe ich tatsächlich jetzt vergessen. Es ist echt so viel gewesen, was in den letzten Tagen so gelaufen ist in der Abendküche, was da so passiert ist. Und deswegen, also das ist mir untergegangen. Tut mir echt leid, aber ich meine, es waren 50 Portionen. Vielleicht erzählt es im Video, wenn der ein oder andere Arabisch spricht, der wird es dann im Video auch verstehen. Ich meine, da hat er das erwähnt. سلطة خضار مطبخ هذا عامل 150 وجبة
بارك الله في كل من ساهم وشارك في هذا العمل المبارك، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم اجمعين يا رب العالمين. Ja, vorgestern kam dann auch die Lieferung der Lebensmittel. Ich hatte ja auch in einem Video mal erwähnt, dass es dann Tüten mit Lebensmitteln zu Ramadan gibt, die verteilt werden. Da gibt es auch einige, die gespendet haben, auch einige Zuschauer hier haben da Spenden gesendet, damit diese Lebensmitteltüten jetzt verteilt werden können. Und vor 2 Tagen kam der LKW mit, da war Samna, Butterschmalz, Seet, Öl, Macarona, also Pasta, Macarona, also Nudeln, Malch, das ist Salz, Zucker, Zucker ist Zucker, Reis, Rus, also Reis bedeutet Rus, Atz sind so rote Linsen, dann war Ful gespendet worden und genau, diese Sachen waren auf dem LKW und sie haben jetzt noch auf, oder entweder gestern oder heute kommen die Hähnchen, die noch gespendet worden sind, beziehungsweise die noch gekauft worden sind von den Spenden. Und wenn das alles vollständig ist, also sie haben jetzt gestern und vorgestern haben sie den LKW abgeladen und haben angefangen, die Tüten schon mal zu packen. Und bei den Linsen, Fuhl und solche Sachen und die Nudeln, die waren in so großen Säcken drin. Shawal heißt das, glaube ich, groß, dieser Sack. Shawai ist der Grill und Shawal ist, meine ich, so ein Sack. Korrigiert mich, wenn ich es falsch gesagt habe, ich komme da mal noch ein bisschen durcheinander. Jetzt haben sie eben aus den Säcken heraus kleine Plastiktüten und da die Sachen umgefüllt, immer portionsweise, sodass jede Familie dann bekommt, ich weiß nicht, wie viel in den Tüten drin ist, aber es ist festgelegt. Jede Familie kriegt dann so eine Tüte voll mit Pfuhl und jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen, Leute, was liegt am Alter wirklich. Also, ich fange mal an. Es gibt in den Tüten wurden jetzt reingepackt 2x Salz, Malch, 2 Tüten Zucker, einmal Reis, Macarona, also Nudeln, Reis, Nudeln, eine Tüte Atz, die roten Linsen sind das, eine Tüte Fuhl, eine Dose Samna, Butterschmalz, eine Flasche Öl, oder ja, ich glaube es sind Flaschen, eine Flasche Öl, Seet. Und dann kommt, wie gesagt, noch das Hühnchen rein und Chai. Eine Packung Tee ist noch mit reingekommen. Stimmt, der Tee müsste auch noch auf dem LKW gewesen sein mit drauf. Also das ist so eine typische Ramadan-Tüte, die eben dann an die armen Familien ausgegeben wird. Und jetzt die nächsten Videos zeige ich euch tatsächlich mal. Einmal den LKW, der kam, alles geliefert hat. Dann, wie sie alles abgebaut haben, also alles runtergeräumt, wie es in die Tüten verpackt wird und wie viele Tüten sie jetzt schon fertig haben. Also Eid sagte, sie haben so um die 500 Tüten mit den Lebensmitteln fertig und das möchte ich euch jetzt gleich einmal zeigen. Ja, ich finde das kann. Wie geht's gar noch?
خشيت تزود على الخزان صح؟ شوف تلبى صح؟ مين اللي شافك؟ على راسك؟ على راسك؟ انا مدلح وقت انا ايه؟ هلا وغشا ماشي تمام خد الصوره جنب انا افتكرت عادي يعني تلاقي الدنيا خلصت ليه كده Sugar.
Subhanallah, Mashallah, das ist wirklich Wahnsinn, was da zusammengekommen ist. Und wie gesagt, auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke und ein herzliches Danke an alle, die uns da entsprechend unterstützt haben und unterstützen. Auch im Namen natürlich der Armenküche dort. Und ich werde, sobald die Videos da sind, euch dann auch zeigen, wie, wenn es möglich ist, natürlich die Übergabe an die Familien. Ich denke, da werde ich jetzt die nächsten Tage die Videos bekommen. Ich mache so Stück für Stück, dass ich das vorbereite und werde euch dann immer mal wieder so einen Teil, wenn ich mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zusammen habe an Videos, werde ich euch das einstellen und dann zeigen, dass wie das so gelaufen ist, was so passiert ist momentan. Also so quasi so ein kleiner fortlaufender Bericht über Ramadan und dann denke ich, wenn Ramadan vorbei ist, dann bin ich ja wieder in Ägypten, inshallah, und werde euch dann zeigen, wie es uns so geht, zur Maid-Vorbereitung für die Hochzeit von meinem Schwager und da kann ich euch dann wahrscheinlich auch häufiger nochmal ein Video zeigen. Aber ich denke, ich mache so eine Reihe jetzt mit Ramadan-Videos, was wir alles so im Ramadan bei uns passiert, wie es so läuft, wie es mir so geht. Im Übrigen kann ich auch nochmal für mich berichten, mir geht es soweit ganz gut. Mir fällt beim Fasten immer noch, bis jetzt erst mein zweites oder drittes, ich meine mein zweites Fastenjahr jetzt quasi, und mir persönlich fällt immer noch sehr, sehr schwer, das nicht zu trinken, und dadurch, dass ich auch jeden Morgen Tabletten nehmen muss, müsste ich mich da komplett umstellen, das heißt, arbeitsbedingt müsste ich dann ja die Nacht aufbleiben bis ich das Fasten quasi beginnen müsste. Ich mache es immer so, dass ich bis zum Isha aufbleibe. Also ich bete noch das Isha-Gebet und dann gehe ich schlafen, esse dann natürlich auch nicht mehr. Ich nehme dann meine Tabletten und faste dann nur einen halben Tag, weil ich einfach noch nicht länger fasten kann. Inshallah wird es beim nächsten von Mal zu Mal länger und von Mal zu Mal besser und auch leichter, hoffe ich. Aber das ist momentan so für mich leider, also meine Art und Weise. Ja, mir ist bewusst, ich müsste komplett fasten. Nur ich bin, wie sagt man, man führt so die kleinen Kinder, die neu im Islam sind oder die ich sag mal, wer neu im Islam wird, wird ja langsam rangeführt an das Fasten und alles. Und auch wenn ich ja ein erwachsener Mensch bin, ich bin erst sehr, sehr kurz im Islam. Und die Möglichkeit muss man uns Neulingen im Islam, finde ich persönlich, einfach geben. Und letztendlich entscheidet auch Allah darüber, ob er unser Fasten annimmt oder nicht. Ob wir nun den ganzen Tag gefastet haben oder eben, weil wir Neulinge sind, nur den halben Tag, oder wenn jemand auch sagt, ist meine persönliche Einstellung dazu, das darf jeder eine andere Meinung haben natürlich, also es ist meine persönliche Einstellung, wenn jemand sagt, ich esse den ganzen Tag nicht, aber er hält es einfach noch nicht aus, ohne zu trinken, finde ich das auch, wie gesagt, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, ganz wichtig dabei, finde ich das auch in Ordnung. Ne? Und würde da das nicht verurteilen oder irgendwas, sondern das ist letztendlich die Entscheidung von Allah, ob er dieses Fasten annimmt oder nicht. Das steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, und es steht mir ja auch nicht zu sagen, das ist nicht gut oder irgendwas oder du fastest nicht richtig oder ähnliches. Das steht mir nicht zu, es ist nicht meine Entscheidung und es ist auch nicht, ich kann nicht sagen, wird es angenommen oder nicht. Ich finde es immer toll, wenn die Leute es wenigstens versuchen. So geht es mir zumindest, sehe ich das einfach auch, dass ich sage, respektiere das und finde das wirklich toll, wenn man dann auch versucht, mal den ganzen Tag nicht zu essen, oder auch wenn man noch kein Muslim ist, einfach sagt, ich probiere das mal aus Respekt und unterstütze meinen Partner damit. Finde ich auch eine tolle Sache, aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist halt eben meine persönliche Meinung und Einstellung dazu. Ich weiß, es gibt viele, die da das anders sehen, und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil ich
das eine oder andere schon gehört habe, wo ich dann wirklich für mich gedacht habe, letztendlich können wir uns nie über Allah stellen, weil wir wissen nicht, ob er dieses Fasten trotz alledem annimmt und sieht die Bemühungen der Person, dass sie trotzdem bemüht ist. In dem Sinne möchte ich jetzt erstmal euch die nächsten Videos zeigen, beziehungsweise, nein, ich werde jetzt nochmal eben als kleinen, wie nennt man das, als kleinen Break quasi von der Armenküche, weil ich ja jetzt sehr, sehr viel über die Armenküche auch berichten werde, auch in den nächsten Videos. Und ich habe es versprochen, ich werde euch ja nochmal meine Sammlung hier zeigen. Das mache ich für die Frau Agatha Friedrichs, die mich darum gebeten hat, wenn ich das recht in Erinnerung habe. No? Und das werde ich jetzt nochmal eben in Angriff nehmen und dann schauen wir mal, was ich euch als nächsten Teil dann dazu zeigen kann danach. Also, bleibt gespannt, bis gleich. So, ich hoffe, man kann sie erkennen. Wie gesagt, das sind Mini-Bull-Terrier. Ich bin ein großer Fan. Ich habe jetzt den großen da mal, meinen Liebling, da mal wieder zwischengesetzt. Ne? Ich bin ein großer Fan von diesen Mini-Bull-Terriern und wie man erkennen kann. Und ja, hier, da habe ich nochmal meine beiden speziellen. Genau. Also wie gesagt, die meisten habe ich im Internet gefunden oder halt eben auch bei Roller habe ich mal welche gekauft. Und bei, jetzt muss ich mal eben überlegen, Internet. Ich meine, beim dänischen Bettenlager hatten sie auch mal welche, aber ich habe jetzt ganz lange Zeit keine mehr gesehen. Ja. Dann würde ich, ihr habt das ja vielleicht schon mal in dem einen oder anderen Video gesehen, würde ich euch gerne nochmal meinen Huhn zeigen hier. Das hat auch eine ganz besondere Bedeutung und zwar war meine amerikanische Freundin Amuita war vor vielen, vielen Jahren, das ist auch ja mindestens 7, 8 Jahre her, war sie hier bei uns zu Hause in Deutschland und im Nachbardorf war sie in so einer Ferienwohnung untergebracht und am Frühstückstisch hat sie mir dann irgendwann ein Bild geschickt von diesem Huhn und ich denke, was hat es denn mit dem Huhn auf sich? Ja, und sie war total begeistert und sagt sie, oh, ich will das gerne haben, aber es war damals nicht verkäuflich. Und ja, jetzt wusste ich, das Gästehaus ist leider geschlossen. Ich denke, aus Altersgründen wurde das jetzt geschlossen. Und jetzt habe ich nochmal gefragt, ob das verkäuflich ist und tatsächlich habe ich es jetzt bekommen und es bleibt bei mir stehen, bis ich meine amerikanische Freundin Amuita wieder sehe, entweder wenn sie nach Ägypten fliegt und wir uns da treffen oder wenn ich irgendwann mal wieder in die USA fliege, dann kommt es auf jeden Fall mit. Und was so besonders daran ist, dieses ist ein Einzelstück, das ist von jemandem mal hergestellt worden, der an der Oper, ich glaube Oper hieß das, oder am Theater, Requisiten herstellt und das ist mit Liebe zum Detail gemacht worden. Ich hatte dann viele Freundinnen, die gerne nähen, mal gefragt, ob sie das machen könnten, aber ohne Schnittmuster keine Chance. So, und die Besonderheit dabei ist einfach, das ist ein Eierwärmer. Das ist ein Eierwärmer und da waren dann in dieser Pension zum Frühstück tatsächlich die Eier hier hinten drin, um sie warm zu halten, wie man sieht hier, ne, wurden dann die Eier reingelegt und da hat sie mir ein Bild von geschickt und die sagt sie, das hat sie noch nie gesehen und hat sich da so drüber gefreut und gesagt, das hätte ich gerne und ich fand das so faszinierend, dass ich ihr den Wunsch jetzt, wie gesagt, erfüllt habe und darauf warte, weil es ist leider zu teuer, in die USA was zu schicken. Das würde den Rahmen sprengen von den Kosten her. Und deswegen habe ich gesagt, dann wartet das jetzt so lange hier, bis sie wieder zu mir kommt. Aber das ist einfach auch mal eine richtig geile Idee, oder? Was sagt ihr? Also das Frühstückshuhn. So, seitlich sieht es ein bisschen hübsch aus. So, jetzt das Frühstückshuhn. So, ihr Lieben, weil wir ja so schön vom Essen gesprochen haben oder von Lebensmitteln, zeige ich euch heute nochmal, was es bei mir heute zu essen gab oder bei uns. Ich hatte nämlich heute Besuch
von meiner lieben Freundin Birgit wieder. Und wir haben es uns ja zum Fastenbrechen quasi, also zum Abend haben wir uns Hähnchenschenkel gemacht. Das war ihr Wunsch, dass sie nochmal Hähnchenschenkel bekommt. Nicht, dass sie denkt, ich kann nichts anderes kochen. Ich kann schon, aber ich höre dann gerne auch mal auf die Wünsche meiner Gäste. Und in dem Fall war es ihr spezieller Wunsch, nochmal die Hähnchenschenkel zu haben. Und sie hat gefüllte Weinblätter mitgebracht, gefüllte Zucchini. Aber den Rest erzähle ich euch, glaube ich, gleich mal im Video. Das seht ihr gleich mal. Und danach habe ich heute ganz exklusiv von Nai zugespielt bekommen. In meiner Küche wird gekocht, während ich nicht da bin. Das ist also nicht das erste Mal. Und diesmal hat mein Schwager gekocht. Das letzte Mal hat meine Schwägerin gekocht. Oder was heißt gekocht? Sie hat gebacken. Und zwar gab es... Oh Leute, ich hab's vergessen. Baba Ganoush oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal schauen, was sie gesagt hat. Also, ich hab's wieder verdrängt. jedenfalls hat sie Kuchen gebacken und habe ich zu ihr dann gesagt, oh, hast du oben gemacht? Und dann sagt sie, ja, woher weißt du? Hat ich das erzählt? Ich sage, nee, das habe ich gesehen. Ich sage, ich bin Bullis, sage ich immer zu ihr. Und ich sage, nein, habe ich gesehen an dem Marmor, weil sie hatte das Backblech von mir. Und ich habe mir so ein antihaftbeschichtetes kleines Backblech mitgenommen nach Ägypten. Und das lag bei uns auf der Marmoroberfläche und das war natürlich zu erkennen. Und ich sage, daran habe ich es gemerkt. Ja, und heute hat Date erzählt, dass mein Schwager hat gekocht. Der hat Macarona Bechamel gemacht für die Familie zum Iftar. Und jetzt heute Nachmittag oder heute Abend, ja heute Abend eher, hat er nochmal Goulash gemacht. Und meine Schwägerin war so lieb und hat das gefilmt. Und das würde ich euch gar nicht mehr vorenthalten wollen. Ich habe gedacht, das zeige ich euch jetzt auch mal. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Also ich kann euch leider nicht erzählen, womit er das bestreicht oder was das genau für Zutaten sind. Da bin ich raus. Ich weiß, da ist Lachmama Fruma drin, Hackfleisch. Und das ist aber auch schon alles. Und die Blätter, die er benutzt, um diese Schichten da zu legen, die sind gekauft, das weiß ich. Aber mehr kann ich euch dazu überhaupt nicht sagen. Also wenn irgendwer weiß, wie sowas geht, wie man das macht und womit er da das einpinselt, das sieht für mich aus wie irgendwas mit Milch zusammengerührt. Aber ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, da tut mir leid, da bin ich raus. Das habe ich bislang noch nie gemacht und ich vermute mal, das ist sowas wie Blätterteig, was er verwendet. Und da ich sowas nicht mag, also ich esse keinen Blätterteig, habe ich das auch noch nie gemacht, deswegen weiß ich das leider nicht. Ja, ich lasse euch jetzt einfach mal gucken und ich hoffe, es gefällt euch. Übrigens, werde ich dann im nächsten Video euch zeigen, wie die Tüten verteilt werden mit den Lebensmitteln. Das wird jetzt morgen erfolgen, das hat Aiden mir heute noch gesagt. Sie haben heute noch mal die restlichen Tüten gepackt und jetzt heute Abend kommen, hat gesagt, die haben 900, Tessa Meyer, 900 Hühnchen haben sie gespendet bekommen und die kommen heute und werden dann irgendwie in so einem großen Kühlschrank, Gefrierschrank eingelagert bei irgendeinem Händler, sagte er. Und ein Teil wird jetzt morgen, wie gesagt, in die Tüten verteilt. Es sind insgesamt 500 Tüten Lebensmittel zusammengekommen und die, ich denke mal, dass ein Hühnchen dann jeweils in so eine Lebensmitteltüte kommt und die restlichen 400 Hühnchen werden dann erstmal eingefroren und dann nach und nach für die armen Küche. So ist meine Vermutung, ich weiß es nicht genau, also ist jetzt nur meine Vermutung, werden dann wahrscheinlich nach und nach verwendet oder kann auch sein, dass sie nochmal Lebensmitteltüten ausgeben. Das müssen wir mal schauen, das weiß ich noch nicht, das werde ich euch dann im Laufe der Zeit sagen, wenn ich mal wieder was höre.
was geplant ist, und dann nehmen wir euch, sofern es möglich ist, inshallah natürlich mit. Also bleibt gespannt und dann würde ich sagen, bis bald und bis zum nächsten Video. Bis dahin, bye bye. Ihr Lieben, heute gibt es mal wieder netten Besuch und Essen dazu. Es gibt gefüllte Weinblätter. Die sind nicht von mir, muss ich dazu sagen. Die hat mein Gast mitgebracht. Und dann gibt es Lamm, auch von meinem Gast, gefüllte Zucchini. Dann habe ich hier Aioli, einen Tomatensalat mit Zwiebeln und Hirtenkäse. Joghurt mit Banane zusammen. Balach, also die Datteln dürfen natürlich nicht fehlen. Und auf Wunsch Hähnchenschenkel in der Marinade. Ja, und Fladenbrot dazu. Und hier haben wir noch Ayran. Balhanau Schiffe. Bismillahirrahmanirrahim.
ده طبعا ازاي؟